Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Wir schauen uns mal in der Bibliothek um. Ich habe auch schon was gefunden. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Ein altmodisches. Da haben wir nochmal den Stammbaum der Gordons. Marcus Anelli. Und dann Mordred. Und dann Mordred hat überhaupt gar keine Nachfahren. Klar, weil er ja umgebracht wurde, aber es hätte ja sein können. Und Geoffrey, Marie, Ferret, Marie. Anneli? Nee. Ach, das sind mehrere. Guck mal. Lynette, Ashley, Rose, Eric. Ist das mir gerade auffällt? Zwar nicht immer, aber es ist äußerst verdächtig, dass der Gordon hatte einmal Mordred als Sohn und einmal Marcus und Anneli. Anneli. Also Mädchen, Junge. So, dann hatte Marcus und Anneli, also Kinder. Geoffrey und Blanche. Ferret, Marie. Dann haben wir wieder Raymond, Vernon, Isabella, James, ich kann es nicht hören, Hannah, Joanna. Damit ging da die Seite zu Ende. Dann Crawford, Agnes, Graham, Blanche, Dirk, Han, Lillian, Warren, Julia, Susanne, Ridley. Meistens ist immer, es ist immer Mädchen und Junge geboren worden. Und daraus sind dann nochmal Mädchen und Junge geboren worden. Oder halt ein Junge oder ein Mädchen. Das ist interessant. Das ist der Stammbaum der Familie Gordon. Fast der gleiche, der auch in Wales hing. Oh. Ich habe mich vertan. Sorry. Es geht nicht darum, die sind nicht geboren worden, sondern das sind die, die geheiratet haben. Weil hier ganz oben sich gerade Samuel und Catherine, das waren ja keine Geschwister. Also hat Ferret Marie geheiratet und Geoffrey hat Blanche geheiratet. Und daraus ist dann ist dann einmal Raymond gekommen und einmal Vernon und Isabella. Und Vernon und Isabella, ne, haben dann einmal James und Hannah bekommen und dann, oh, ich blick da nicht durch. Das ist der Stammbaum der Familie. Blick ich jetzt nicht, ich hasse Stammbaum, ich blick nie durch. Zu seinen Glanzzeiten umfasste das britische Empire etwa ein Viertel der gesamten Landmasse des Planeten und etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Der Globus stammt aus dieser Zeit. Vermutlich sagt den Ladies diese Aufteilung der Welt mehr zu als die reale. Kann ich nichts anklicken? Nee. Da ist ja noch so ein Geheimgang gewesen, das wissen wir ja noch. Oh, die Bücherregale. Ja. Durchgucken, mehr nicht. Geschichten, Abenteuer und Märchen. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. Das sind vermutlich die aktuellsten Bücher in dieser Bibliothek. Die Encyclopaedia Britannica in mindestens 3 Ausführungen. Wird es jemals ein größeres Nachschlagewerk geben? Shakespeare-Dramen, Shakespeare-Tragödien, Shakespeare-Komödien. Ah, Lyrik von Shakespeare. Bibeln und religiöse Texte. Einige Ausgaben sehen verdammt kostspielig aus. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwo auch noch eine handschriftliche Version verstecken würden. Gut, da komme ich nicht mehr drauf. Ja, ich habe alles. Da komme ich nicht mehr hin. Nein, ich wollte erstmal die Treppe hoch. Ein altmodisches Telefon. Ah. Ah,
Ich habe einen Bindfaden und ich habe einen Löffel. Was soll ich jetzt tun? Ich bin bewaffnet. Jetzt soll den aufmachen. Dahin. Schloss muss es doch einen Hinweis darauf geben, wie man das Ding öffnen kann. Und ich sollte mir vielleicht nochmal alle Räume ganz genau ansehen. Habe ich doch gerade. Matschbrunnen. Ich habe den Löffel fest mit dem Faden verknotet. Oh. Den bekommt man nicht so leicht los. Warum haben wir das getan? An der Holztreppe können wir den befestigen? Versuchen wir es mal. Nein, der Rabe fliegt dann dahin, weil es ja blinkt und wir können da hochklettern und uns diese komische Scherbe da holen. Das war jetzt echt nur Zufall. Das war wirklich Zufall. Schau mal her. Ein glänzender Löffel. Ja, den kriegt er natürlich nicht ab, wegen den Faden. Natürlich. Klar. Schlau. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass wir mit dem Löffel den Vogel irgendwie weglocken können, aber mit dem Bindfaden und dann an das Treppengeländer. Toll, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ausgezeichnet. Entschuldigt, zu regnen. Angelinas Mosaikscheibe. So, eine haben wir. Löffel gegen Scheibe. Ein guter Tausch für mich. Matsch und Gummistiefel, okay. Jetzt sind die dreckig. Und schon sehen die Stiefel aus, wie Stiefel aussehen müssen. Dreckig. Oh mein Gott, ich weiß. Ich weiß warum. Och, wieso braucht er denn da hinten hin zu lange? Warum kann er da denn nicht zwitschen? Ich weiß warum. Ja, klar. Das sind nur Töpfe. Die haben wir gar nicht gesehen. Wir gehen jetzt nach oben, machen das Badezimmer mit dem Schlamm dreckig. Und dann muss Bates raus und muss das putzen. Dann können wir in sein... Zwei kleine Töpfe aus Metall. Der Staubschicht nach zu urteilen, werden sie nicht mehr verwendet. Und dann können wir ganz schnell in sein Zimmer rein. Gedenke ich jetzt mal. Besser, ich saue den Boden jetzt nicht ein. Ich habe keinen Grund dafür und Bates würde mächtig sauer werden, falls er mich dabei erwischt. Was? Toll. Was mache ich denn jetzt hier? Das Ding erinnert mich an die Bleiverglasungen in Kirchenfenstern. Verschiedenfarbige Glasstücke, die mit dünnen Metallstreifen eingefasst sind. Alle drei Scheiben zusammen öffnen laut Angelina den Zugang zu den Katakomben unter der alten Akademie. Dann könnte ich nur noch sagen, dass wir mit den Hammer bei dem Globus benutzen, aber die Frauen werden davon bestimmt... Ich denke, die Ladies wären nicht angetan davon, wenn ich hier mit einem Hammer die Steinplatte bearbeite. Das hört man im gesamten Schloss. Ich hätte sofort die Polizei am Hals und dann wird es kompliziert. Was soll ich deiner Meinung nach stattdessen tun? Sag's mir. Ich habe ja noch Einbruchwerkzeug, ne? Könnte ich damit nicht die Tür knacken? Mist. Ich krieg es nicht auf. Wahrscheinlich ist das Schloss so alt, dass es mit einem krummen Nagel leichter zu knacken wäre. Was könnte ich tun? Was könnte ich tun? Was könnte ich tun? Hier noch was?
Ne, werden keine Hotspots angezeigt. Ich gehe trotzdem nochmal zu den Stellen. Brunnen haben wir da noch. Wir haben den Matsch. Der Vogel ist schon wieder da oben und hat den Löffel abgekriegt. Ich hab, was ich will. Ich komme dem Vieh nicht mehr zu nah. Das dürfte das Wappen der Gordons sein. Mit Heraldik kenne ich mich nicht aus. Es gibt komplizierte Regeln, wie so ein Wappen aufgebaut und gelesen werden muss. Vermutlich bedeutet das hier so viel wie: Wir sind eine uralte Familie, aber auch leider ziemlich verrückt. Bitte Abstand halten. Ich weiß nicht. Hey, Louis. Kann ich da noch irgendwas reißen? Vielleicht, wenn ich mit denen nochmal spreche, mit den Leuten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe Sally kennengelernt. Ha, das Einzige im Schloss, das nicht mindestens 100 ist und langsam verfällt. Ist sie eine gute Haushälterin? Sie ist lausig. Sie scheint deswegen öfter Probleme mit Bates zu haben. Er hat sie doch ausgesucht und viele bessere wieder fortgeschickt. Warum sollte er das tun? Wenn sie Angst haben, durch jemand anders ersetzt zu werden, dann suche ich mir einen möglichst schlechten Ersatz, klar, um selber unentbehrlich zu bleiben. So sieht es aus. Eigentlich schlau und durchtrieben, ne? Von Sally behauptet, Bates, sie wären heute Morgen mit dem Wagen unterwegs gewesen. Sally sollte ihre Nase wieder in die Klatschzeitschriften stecken, wo sie hingehört. Sie sind heute Morgen also nicht mit dem Wagen fortgefahren? Das habe ich doch schon gesagt. Ich glaube ihm nicht. Wer von den alten Leuten sollte schon den Wagen fahren können, ohne dass Louis etwas davon bemerkt? Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Der Boden ist hier aufgeweicht und am Brunnen ist nichts weiter. Teekanne? Eine alte, original englische Teekanne. Meine Mom hatte mal so eine ähnliche. Ich könnte die Tea Time einläuten. Damit wären die Ladies aus der Halle und ich hätte freie Bahn für die Steinplatte am Globus. Das machen wir doch. Stand die vorher auch schon da? Nicht anfassen! Entschuldigung, aber diese Teekanne ist total alt. Und Bates hat mir oft genug gesagt, dass ich darauf gut aufpassen muss. Er ist nur kurz ins Dorf, um neuen Tee zu holen. Wir haben keinen mehr hier. Es gibt keinen Tee mehr? Ich hätte nie gedacht, dass sowas auf einem englischen Schloss überhaupt möglich ist. Bates meinte, der Tee, den wir hier hatten, sei schlecht geworden. Er hat ihn entsorgt. Oder er brauchte eine Ausrede, um ins Dorf zu gehen. Ob wir Sally jetzt vielleicht nicht Bates... Oh, ich muss gerade aufstoßen. Ob wir vielleicht Sally ablenken müssen und nicht Bates? Jawohl. Und dann die Teekanne nehmen? Vor allem die Fußspuren fangen einfach so irgendwo an. Sauerei. Der war mal sauber. Ja, schäm dich, Darren. Guten Tag, Sally. Hi. Louis meinte, Bates hätte sie für den Job ausgewählt, nicht die Lady. Ja, das stimmt. Es gab einige Bewerber. Die cleversten haben am Tor gleich den Rückwärtsgang eingelegt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte auch von denen, die sich vorgestellt haben, wären einige besser für den Job geeignet gewesen als ich. Hat mich ein wenig überrascht, dass er mich genommen hat. Er muss von ihren versteckten Qualitäten überzeugt gewesen sein. Dafür meckert er jetzt aber ständig rum. Den ganzen Tag schleicht er mir hinterher. Tu dies, Sally, mach das nicht. Wie im Kindergarten.
Mir ist aufgefallen, dass der Boden oben im Badezimmer stark verschmutzt ist. Was? Nicht schon wieder. Es sieht nach Stiefelabdrücken aus. Ich habe Louis 1000-mal gesagt, dass er mit seinen Mattstiefeln nicht durchs Haus laufen soll. Mist. Ich muss das sauber machen, bevor der Alte was merkt. Sonst darf ich es gleich wieder dreimal machen. Rennen. Jetzt können wir uns die Teekanne schnappen? Sally ist abgelenkt. Ich würde sagen, dann bringe ich die Teekanne mal heimlich in die Bibliothek. Und danach überlege ich mir, wo ich auf die schnelle Tee herbekomme. Ich weiß das gar nicht. Da ist ein Tisch. Da gibt's Tee. So, die Kanne und das Service sind schon mal an Ort und Stelle. Jetzt fehlt nur noch der Tee. Im Dorf ist es extrem gefährlich. Der Orden wird auf jeden Fall nach mir suchen. Aber es wäre eine gute Gelegenheit zu sehen, ob Bates vielleicht versucht, den Orden zu alarmieren. Ich muss wohl doch noch mal ins Dorf zurück und Tee besorgen. Aber bevor ich mich in die Höhle des Löwen begebe, werde ich vorsorgen. Am besten, ich locke den Orden ins Hotel. Dann habe ich halbwegs freie Bahn auf dem Dorfplatz. Hier ist doch ein Telefon. Gut, dann telefonieren wir mal. Dann wollen wir mal. Murray? Hallo, Darren Michaels hier. Ich werde heute noch abreisen. So in einer halben Stunde bin ich im Hotel. Ich wollte Ihnen das nur schon mal mitteilen, damit Sie die Rechnung vorbereiten können. Nichts vorzubereiten? Ach ja, ich habe ja im Voraus bezahlt. Egal, jetzt wissen Sie ja Bescheid. So in einer halben Stunde, Mary. Bis gleich. Okay, Mary weiß Bescheid. Wenn ich mich nicht ganz irre, wird der Großteil des Ordens in einer halben Stunde im Hotel auf mich warten. Dann auf ins Dorf. Ach, ich kann nicht. Dann mal sehen, was er wirklich dort will. Upsala. Ich drücke immer zweimal, damit das schneller geht. Und dann, wenn er schon was zu sagen hat, dann... Ich glaube kaum, dass er in der Bibliothek einkaufen war. Könnten wir den Tee herkriegen. Eigentlich aus dem Pub, oder? Shit. Tom ist wieder hier. Also hat Bates doch was mit dem Orden zu tun. Ich muss näher ran, aber besser außenrum. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Bates was mit denen zu tun hat. Ich bin ja schließlich nicht ein Laufbursche. Sie erhalten immerhin eine großzügige Entschädigung. Ja, ja, du weißt genau, wie dringend ich diese beschissene Entschädigung brauche. Ich verbitte mir diesen Ton. Sie wissen. Schon gut, Alter. Ich gehe sie suchen. Vielen Dank. Ich gehe sie suchen? Interessant. Ist geschlossen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da einbrechen müssen. Wie passend. Ausgerechnet Toms Tür mit seinem eigenen Werkzeug zu knacken. Das gleiche Prinzip wie im Hotel. Okay. Na, muss noch hier.
Ja. Hallo? Das ist doch richtig. Das ist vollkommen richtig. Aber macht er nicht. Höher, höher. Oh. Ja, egal. Verdammt, der Draht ist durchgerissen. Aber ich habe ja erreicht, was ich wollte. Oh, die müssen beide gleich, also die müssen alle vier in einer gleichen Reihe runter. Nicht oben, sondern diese, da wo die Federn waren. Ja, das ist zu viel Tüftelei da. Wenn ich da direkt T, kann man hier noch irgendwas drücken, machen oder so. Einen Flipper haben wir dann noch. Gucken, was der zu sagen hat. Ein Flipperautomat. Sieht wie alles hier stark gebraucht aus. Mal sehen. Highscore. Platz 1, Tom. Platz 2, Tom. Und so weiter. Platz 9, Vic. Interessant. Ah, da ist ja der Tee, den ich brauche. Jetzt schnell zurück zum Schloss. Eine Karte der Gegend 5 Mordschau. Eine Karte der Gegend 5 Mordschau. Na, komm ich. Ich schätze, Bates ist noch nicht zurück. Ja, davon aus, dass wir den Tee so reinfüllen müssen. Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. Ich fühle mich schon, als wenn ich hier wohnen würde. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea-Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser. Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkauf. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Ich schon. Hm. Ah, du Teufel, Darren. Du Teufel. So, die Trullers sind weg. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Ich versuch's nochmal mit dem Hammer. Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ein verzierter Zaun? Toll, da kann ich nicht hin. Da war ich gerade. Dann gehe ich nochmal nach oben. Badezimmer ist wahrscheinlich immer noch verschlossen. Ich gehe nochmal ins Badezimmer und... Was haben wir denn da? Der Boden ist wieder blitzblank. Sally hat ganze Arbeit geleistet. Aber etwas anderes blieb ihr wegen Bates wohl auch nicht übrig. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Ich nehme den Mob mit. Was können wir die denn gebrauchen? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Guck nochmal alles durch. Vielleicht jetzt irgendwie was anderes finden oder so. Ein Haufen Handtücher. Was? Darren! Er hat auf irgendwas gezeigt hinter uns. Wahnsinn. Ist vererbbar. Hm. Leider ja.
Was ist los mit mir? Was sind das für Visionen? Samuel hatte ein Buch in der Hand. Und er hat auf diese Fliese dort gedeutet. Ein Buch? Das Buch habe ich total übersehen. Was ist... Samuel hatte ein... Auf welche Fliese? Die Vision hat auf diese Fliesen gedeutet. Da tut sich gar nichts. Weißt du, das mit der Platte, das hört keiner, ne? Aber das hört man nicht. Dahinter ist ein Hohlraum. Ich meinte es andersrum. Das mit der Platte hört jeder, aber das hört keiner. Könnten wir das auch lesen? Eine handgeschriebene Seite aus einem Buch. Sie scheint aus dem Tagebuch von William Gordon zu sein, mit Ergänzungen von seinem Enkel Samuel. Soweit ich weiß, haben sich beide von einem der Türme des Schlosses gestürzt. Ob Samuel die Seite zuvor rausgerissen und versteckt hat? Aber wieso? Auf der Seite sind viele kleine Pyramiden oder Dreiecke im Kreis hingekritzelt. Drei davon durchgestrichen. Irgendwo habe ich diese Dreiecke doch schon gesehen. Ja, ich weiß auch wo. Unten am Zaun. Um den Globus. Das scheinen die gleichen Pyramiden zu sein, die auf der Tagebuchseite von Samuel stehen. Mal sehen. Sie lassen sich reindrücken. Warte mal, Bild. Das meiste der rausgerissenen Seite sagt mir nichts. Aber diese Zeichnung mit den Pyramiden, das kommt mir seltsam bekannt vor. Die erste? Warte mal. Lass mich mal überlegen. Okay, warte mal. Drei. Vier. Und fünf. So, fertig. Aber es tut sich nichts. Vielleicht müssen wir nochmal drücken? Wusste ich's doch. Ein Geheimfach. Und da drin liegt... die zweite Mosaikscheibe. Was tun Sie da, Sir? Oh, nichts. Gar nichts. Ich? Oh, ich habe mir nur dieses Fach hier angesehen. Ungewöhnlich, oder? In der Tat. An der Stelle befand sich sonst immer eine Steintafel. Vielleicht hat sie jemand entfernt? Ich werde Sally danach fragen. Ich muss jetzt einen Cut machen. Puh, das war knapp. Lady Victoria. Gut, Bates. Ruhen Sie sich eine halbe Stunde aus. Keine Diskussion. Du bist ja jetzt auch schon die ganze Zeit gelaufen, ne, Bates, mein Lieber. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Bates dahinter steckt, dass der zum Orden gehört. Ich kann es mir nicht vorstellen. Eher würde ich glauben, dass Lady Ellen, ach, Eleanor, ich sag Eleanor, so, dazugehört. Okay, so, was brauchen wir? Wir müssen in den Flügel irgendwie kommen. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Wir könnten den Wischmopp in die Badewanne stecken. Der verstopft. Dann könnten wir das Wasser aufdrehen, dann läuft Wasser. Was das bringt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich lege den Wischmopp direkt über den Abfluss. Aber anscheinend funktioniert es. Also ist das gar nicht mal so doof gedacht. Das sollte für Ablenkung sorgen.
Die Wanne ist randvoll. Das Wasser läuft über. Wenn sich da nicht bald jemand drum kümmert, wird es einen Wasserschaden geben. Ach so, nee, Bates kommt wahrscheinlich raus und wir können ins Zimmer. Mr. Bates? Ja. Der Arme, ey. Der ist völlig kaputt, ey. Geht es Ihnen nicht gut, Mr. Bates? Es geht schon. Es geht schon. Vielleicht sollten Sie sich hinlegen. Ich lege mich schlafen, wenn ich Zeit dazu habe. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Sally könnte sie erledigen. Pah, das wage ich stark zu bezweifeln. Was können Sie mir über Lady Eleanor erzählen? Warum fragen Sie sie nicht selber, wenn Sie etwas wissen wollen? Ich hätte gern Ihre Meinung gehört. Was glauben Sie, warum sie Louis nach dem Tod ihres Mannes mit hierher gebracht hat? Was wollen Sie damit andeuten? Doch nicht etwa. Also, Sir, ich muss doch bitten. Lady Eleanor ist eine Lady. Entsprechend kümmert sie sich angemessen um ihre Bediensteten. Louis hätte keine neue Anstellung bekommen. Er ist schon zu alt. Wir bieten ihm hier eine Art Altersruhesitz. Aber glücklich scheinen weder Louis noch Lady Eleanor mit dieser Entscheidung zu sein. Man könnte meinen, sie schulde ihm etwas. Davon wüsste ich. Und kann Ihnen sagen, dass dem nicht so ist. Er hat schon Sauerstoffflaschen hier. Oh Gott, bin ich müde. Sorry, Leute. Musste einmal gähnen. Sie halten nicht viel von Sally, oder? Ich halte nicht viel von ihrer Arbeit. Warum haben Sie sie dann eingestellt? Es war nicht meine Idee. Madame hat darauf bestanden, dass wir eine Entlastung einstellen. Anscheinend keine sonderlich gute Wahl. Es wird nicht lange dauern, dann hat sie genug und verschwindet wieder. Mir ist eine große, verschlossene Tür im Erdgeschoss aufgefallen. Davon würde ich mich fernhalten, Sir. Warum? Es hat vor Jahren in den Räumen darüber gebrannt. Die Schäden wurden nie richtig behoben. Regenwasser hat die Wände angegriffen und die Balken faulen seit über 20 Jahren vor sich hin. Ich befürchte, in diesem Flügel herrscht Lebensgefahr. Lady Victoria. Ja, Sir? Sie erscheint mir etwas verbittert. Sie ist eine würdige alte Dame, die eine größere Last schultern muss, als ich ihr wünsche. Der Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne? Die Morde? Der Verfall des Schlosses? Das Aussterben der Gordons? Sie sagen es, Sir. Was war das für ein Brand, der den verschlossenen Flügel zerstört hat? Eine schreckliche Tragödie, die wir hier zu viele erleiden mussten. Es ist jetzt 24 Jahre her. Master Samuel und seine bezaubernde Frau Catherine hatten geheiratet und waren gerade ins Schloss gezogen. Wir hofften, dass er eines Tages das Schloss von seinem Vater übernehmen und uns einen Stammhalter schenken würde. Doch dann, sie lebten noch kein halbes Jahr hier, kam es zu dem Brand. Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nein. Ich schon. Master Samuel verlor seine Frau bei dem Feuer und verschwand für die nächsten 12 Jahre. Der Schlag hat ihn tief getroffen. Gab es beim Brand weitere Opfer? Verletzte vielleicht? Unsere damalige Köchin entdeckte den Brand als erste und versuchte, die junge Miss Gordon aus den Flammen zu holen. Sie wurde von den Flammen eingeschlossen und wäre wohl selber verbrannt, hätte sie sich nicht mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Sie verletzte sich dabei stark am Rücken und musste uns daraufhin verlassen. Warum interessiert es Sie, was vor so vielen Jahren hier geschah? Immerhin wurde die junge Frau am Leuchtturm auch verbrannt. Ich halte den Zusammenhang für weit hergeholt. Was soll er denn sonst sagen? Was war er für ein Mensch,
dieser Samuel Gordon? Sein Vater hat ihn früh auf ein Internat geschickt, weil er ein sehr störrisches, wildes Kind war. Im Internat besserte sich sein Verhalten. Die Lehrer beschrieben ihn als intelligenten, aufgeweckten und freundlichen Menschen. Und so erlebten wir ihn auch in den Ferien. Nach der Schule lernte er Miss Catherine kennen. Eine wunderschöne und herzensgute Frau. Sie heirateten und das Glück schien vollkommen. Schien? Nun, es gab Streit, als sie hier wohnten. War er gewalttätig? Ihr gegenüber? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte schon. Miss Catherine war unglücklich und hätte es nicht immer wieder auch wunderbare Momente gegeben, hätte sie ihn vielleicht verlassen. Damals hätte es uns schon auffallen können. Die zwei Gesichter des Samuel Gordon. Mal der liebende und fürsorgliche Ehemann, mal der arrogante und gewalttätige Egomane. Nach dem Tod seiner Frau schien diese böse Seite verschwunden zu sein. Er besuchte uns nicht, aber gemeinsame Bekannte schilderten ihn als tief traurig und gebrochen. Bis er zurückkehrte und unschuldige Menschen abschlachtete. Es ist schrecklich. Wir machen uns alle Vorwürfe. Vielleicht wollten wir nicht wahrhaben, dass die böse Seite seiner Seele zurückgekehrt war. Mr. Bates, das Badezimmer steht unter Wasser. Wie bitte? Ich bin eben am Badezimmer vorbeigegangen und da lief das Wasser schon auf den Flur. Holen Sie bitte Sally, Sir. Wenn Sally nicht bald im Bad antanzt, wird Bates sie selber holen und mich hier entdecken. Ich sollte ihr wohl lieber selbst Bescheid geben. Okay, Leute, aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.